weitere Vorgangsweise mit den von der EU-Kommission per Mahnschreiben eingeforderten Nachnominierungen von Natura 2000-Gebieten und der gemeinsame Bericht der Länder zur Bewertung des Zustandes der Schüttgüter, das waren die wichtigsten Tagesordnungspunkte des am 30. und 31. Jänner 2014 stattgefundenen Treffens der Naturschutzreferentinnen und Naturschutzreferenten der Bundesländer in Innsbruck. Ich denke, der Grund, warum wir diese politische Konferenz einberufen haben, hat sich einfach bestätigt. Österreich, die Bundesländer Österreichs brauchen eine verstärkte politische Diskussion und Abstimmung über Positionen, um den Naturschutz, das Gewicht einzuräumen, auch auf bundespolitischer Ebene, auf europäischer Ebene, aber auch auf Länderebene, die ihm zukommen sollte, zukommen muss. Ich sage immer wieder, ich hätte den Naturschutz gerne als konstruktiven Player, als konstruktiven Mitspieler oder Mitspielerin im politischen Orchester etabliert, und dazu muss man einfach auch schauen, dass man Allianzen findet, dass man sich in Kooperation sich der Stimme Gewicht verschafft, und das war halt ein erster guter Auftakt, weil auch feststellbar war, dass ich nicht die Einzige bin, die dieses Bedürfnis nach mehr Kooperation spürt. Seit 1995 fand die Konferenz zum ersten Mal wieder mit politischen Vertreterinnen und Vertretern statt. In der Zwischenzeit hatten sich die Fachexpertinnen und Fachexperten getroffen. Besonderen Dank spricht die Gastgeberin, Landeshauptmann-Stellvertreterin Ingrid Philippe, dem für Umwelt zuständigen Bundesminister André Rupprechter aus, der die Konferenz mit seiner Anwesenheit aufwertete. Der Besuch des Bundesministers war natürlich eine große Wertschätzung für das Thema, und er hat auch in seinen Statements sehr unmissverständlich klargemacht, dass er diesen Wunsch und diesem Bestreben gerne unterstützend zur Seite steht, weil er das einfach auch anerkennt, auch als Europäer, wo er sagt, da gibt es sehr viele Themen, die da zwischen Länder und europäischer Kommission auch auszubalancieren sind und wo es gut ist, wenn man sich abspricht und zusammenarbeitet. Es war mir ausgesprochen wichtig, dieser Einladung zu folgen. Das war eine Einladung der Landesregierung, Frau Landeshauptmann, Stellvertreterin Philippe und Landeshauptmann Stellvertreter Josef Geißler, die ich ja gestern Abend schon getroffen habe, beide haben eingeladen dazu, und für mich war es selbstverständlich, als neuer Umweltminister bei der Naturschutzreferententagung erstmals dabei zu sein. Ich habe es schade gefunden, dass nicht so viele politische Referenten dabei waren, aber ich bin überzeugt davon, dass wir das in Zukunft aktiver auch im Rahmen der unter dem Dach der Landeshauptleutekonferenz unterbringen werden und damit auch für den Naturschutz etwas weiterbringen in Österreich. Was waren nun die wichtigsten Erkenntnisse der Tagung? Also wir haben einige sehr gute und offene Diskussionen geführt, etwa, dass wir leider im Zusammenhang mit der FFH, also Fauna-Flora-Habitat-Richtlinie, in Versäumnis sind. Da habe ich also appelliert an die Länder, hier etwas mehr Engagement einzubringen. Das wurde, glaube ich, auch verstanden. Wir sind im Zusammenhang mit der Ausweisung von Schutzgebieten Natura 2000 leider auch säumig, und da droht uns ein Vertragsverletzungsverfahren. Hier habe ich klargemacht, dass die Fristen bis Ende dieses Jahres und nächstes Jahr einzuhalten sind. Und das wurde auch als Appell von den politischen Referenten verstanden, denke ich. Und auch die Diskussion, welchen Beitrag die ländliche Entwicklung für den Naturschutz erbringt, haben wir in einer sehr offenen und konstruktiven Art und Weise geführt. Wird die Tiroler Initiative nun österreichweit weitergeführt? Ja, es ist geplant, das Ganze fortzusetzen. Wie gesagt, der Bedarf ist da, der Wunsch danach sehr groß. Wie genau das dann letztlich erfolgen wird, wird jetzt ausgearbeitet. Es gibt die Überlegung, die Umweltreferentinnenkonferenz zur Naturschutz- und Umweltschutzreferentinnenkonferenz zu machen oder aber eine alternative Veranstaltung. Es geht auch dabei, darum, die Ressourcen unserer Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, aber auch der Regierungsmitglieder nicht über die Maßen zu strapazieren und da möglicherweise Synergien schaffen, die sehr naheliegend sind.